Hallo und herzlich willkommen zurück zur unendlichen Geschichte. Wir programmieren und was könnte echter sein als programmieren, als dass wir die ganze Zeit hier refactoren. Und zwar versuche ich jetzt nochmal den ganzen Wust hier rüber zu schieben. Und wenn mir das nicht gelingt, dann werde ich wohl oder übel versuchen, oder werde ich wohl oder übel gucken, dass ich in meine alte Lösung gucke. Wörter. Gut, also wir müssen dann irgendwie gucken, dass wir hier einerseits A speichern. Beziehungsweise wenn wir hier ankommen, haben wir A. Das heißt, wir können hier direkt sagen, move up nach Ack. Das heißt, wir sind A. Dann schieben wir A auch sofort nach unten und wir schieben A nach rechts, wenn er es haben will. Hier haben wir das gleiche. Hier müssen wir jetzt auch den Loop machen. Den allerersten Wert müssen wir durchschieben. Das ist der Loop. Dann machen wir hier Jump Loop. Und hier schmeißen wir einfach den ersten Wert. Hier rein. Move up left. So. Genau, und dann geht's hier los. Der kriegt das brauchen wir nicht. So, das ist die initiale 0, die kommt. So, bis jetzt müsste es eigentlich. Okay, stimmt noch irgendwas nicht? Move up. Natürlich muss das nach rechts. Ich vertue mich irgendwie immer mit den Seiten. So, right, move up, arc, arc down, arc right, jump loop. Genau. Komm, das kriegen wir kürzer hin. Das muss auch so gehen. Left down, move left arc, arc down, arc left. So, move up, move left down. Das sollte. Jetzt knallt er hier, warum auch immer. Move up, arc, arc right. Up, down, up, up, so left, right, up, left, up. Woran scheitert's? So, die 0 schmeißt er hier durch. Down, down, down. So, hier hat er 32 jetzt runtergeschmissen. Okay, jetzt müssen wir hier nämlich links einspeisen. Genau, dann bewegen wir das nach rechts. Dann kommt nochmal von links B minus A. Und hier haben wir den Output, was auch immer. Rechts nach links müssen wir nicht machen, weil wir kennen den Wert ja schon. Genau, und dann Jump Loop. Doch, müssen wir wohl machen. Warte mal, da haben wir hier. Wir brauchen ja den. Jetzt muss ich wieder umrechnen hier. Weil jetzt haben wir hier auf jeden Fall A. Das ist jetzt A. Da muss ich jetzt wieder umdenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir kriegen die 0, die geht durch. Der wartet, jetzt kommt hier die 32, die 0 rutscht durch. Der schmeißt sie runter, der wartet hier. So, 32.
ist jetzt das aktuelle A, aber wir brauchen den alten A-Wert. Das heißt, hier ist eigentlich immer B. Also müssen wir das hier umdrehen. Hier ist A. Und dann muss ich das alte A wieder hier durchschieben. Damit er sich das neue A speichert. Ne? Ja, so, also wir kriegen 0. Rutsch durch, dann kriegen wir die 32. Hier steht aktuell noch 0 drin, hier steht überall 0 drin, weil wir noch nichts gemacht haben. Dann schieben wir hier die 32 nach Ack. Das müssen wir noch nicht machen. Dann kommt nämlich B minus A, hier steht 0 drin. Wie kriegen wir jetzt hier die erste Schleife? Wir schmeißen. Wir fangen mit 0 an. Wir kriegen dann, ab hier ist dann immer B. Wir kriegen von links B. Wir sagen jetzt hier Move Ack Left. Wann machen wir denn Down? Weil der wartet, bis wir hier anfangen. So, das ist B. Dann ziehen wir A ab. Das heißt, der ist durch. Move up, down, move left, right. Doch, wir können schon sagen, move. Genau, weil dann bewegen wir die 0 hier runter. Und falls wir hier wieder irgendwie durch subtrahieren müssen, ist das egal. Und dann kann ich sagen, move. Left arc. Weil damit updaten wir, den A-Wert ist dann der neue B-Wert. Und dann kommt hier der neue B-Wert und der alte B-Wert ist dann hier wieder A. Und den können wir dann wieder hier reinschmeißen, gell? Von links nach hier. Das ziehen wir ab, was auch immer das ist. Das schmeißen wir runter. Das machen wir von hier nach hier und dann gehen wir wieder nach oben. Von hier nach da. So, das heißt. Hier wissen wir jetzt, ist A größer als B. Der erste Rausch durch ist 0, dann ist hier 0 und hier ist 32. Und 32 ist größer, also 32 ist größer als 0. Also kommt das hier runter. So, das heißt, wir sagen, das müsste jetzt, na, hier stimmt noch was nicht. Was ist denn hier? So. Die 32 hat er, jetzt wirft er hier die 32 hin, hier steht 0. Move left ack. 32 minus 0. B minus A ist 32. Jetzt schmeißt er seine 0 runter, wir schmeißen hier die 32 runter. Dann reichen wir die 32 hier rein. Hier kommt der neue B-Wert, 30. Hier ist der alte A-Wert, hier ist der alte B-Wert, 32.
Ja, da die 30 schon. Hier ist noch die 0. Ach so, genau, weil wir ja 0 hatten. So, jetzt haben wir hier 30. Kommt an. Minus 32. Ist minus 2, also ist 2 kleiner als B. So, und wo kommt jetzt hier die 0 nicht raus? So, hier kommt die erste 0. Dann kommt hier. Hier kommt jetzt 32. Equal 0, greater 0. B ist größer als A. Ne, 32 ist größer als 0. Schmeißen wir jetzt hier die. Wie war das? Ah, wir müssen das umdrehen. Right. So, left, genau, weil das ist jetzt B. Dann machen wir hier wieder A. Ne, A und addiere B. So, jetzt müsste das hier bei den minus 7, minus 7 wieder knallen. Genau, weil jetzt macht er nicht weiter, weil hier wieder versucht wird zu lesen. Und jetzt ist das, was ich machen wollte, nämlich einen dieser beiden Fälle hier unten hin verlagern. Das heißt, wir haben entweder 0, das fällt durch, oder größer, das fällt durch. Und das A größer B, das machen wir hier. Oder so. Beziehungsweise den Jump, ne, 0, den können wir hier. Move up. Ack. Ansonsten schmeißen wir einfach 1 hier hin. So, hier müssen wir jetzt gucken, dass hier entweder nur 0 oder 1 rausgeschmissen wird. Ne? Wir haben zwei 0-Fälle, die wir nehmen können. Wir haben equal 0. Aber das ist auch schon wieder zu einfach. Das ist zu einfach. Ich muss das jetzt irgendwie aufdröseln. So, das Equal Zero muss ich unten machen. Ich muss mir das mal hier wieder wegspeichern in meinen Texteditor. Da ist es. So. Also, wir schmeißen von oben hier rein. Dann will ich machen. Wenn es größer 0 ist, mache ich BA. Ansonsten schmeiße ich die Zahl einfach weiter. Und wenn es aber BA ist, mache ich das. Und bevor ich das hier alles durchreiche, muss ich das hier machen. So, jetzt kann ich sagen, move up, ack.
Jetzt kommt hier der Check nach Zero. Nach Equal Zero. Left nil, right nil. So, equal zero und ansonsten kann es nur kleiner sein. Also kann A nur größer als B sein. Und da kommt dann hin 10 Ack. Sub. Was haben wir gesagt? Minus A. Sub. Right. Add left. Und dann können wir prüfen. Greater 0, 0. Ansonsten Jump 1. Bitte lass das funktionieren, sonst müssen wir hier Move up, ne? Move up. Right. Das muss der einfach nur hier weiter schleudern. Merp. Schade. Gut, we have a bug. We have a bug. So, wo haben wir den Bug? Wo fangen wir denn hier an? Hier fangen wir mal an. So. Merp. Warum kommt hier jetzt keine 1 raus? Das ist ja schon direkt am Anfang. So, die erste 0 kommt. Equal 0, equal 0. Left 0, weil hier ist was. Right null, der wartet jetzt auch hier. Hier kommt eine 0. Zero down. Jump S. So. Jetzt haben wir 0, 30 und 32. Minus 32. Wieso kriegt er hier schon Wert? So, okay, die 32 muss jetzt evaluiert werden. Aber das 32,30 war schon der dritte. So, hier gucken wir jetzt, ist B größer A. Das ist A. Ist es größer? Oh, wie war das? B minus A. 32 minus 0 heißt B ist größer als A, genau. Das heißt, wir schmeißen jetzt. Hier ist die 32, hier ist die 0. 10, B ist größer als A, 10 plus A, also plus 0, ist 0, minus 32, ist minus 22, so, und wenn es größer als 0 ist, C größer 0, dann schmeißen wir eine 0. Ansonsten 1. Down.
Aber jetzt rechnet er hier noch mal. Scheiße. Wie mache ich den Test denn jetzt?